And on that point, we know that the Wir wissen, dass die ukrainischen Delegierten glaubten, sie hätten ein sehr gutes Abkommen für ihr Land gesichert. Sie feierten ihren Erfolg, Zugeständnisse von Russland erhalten zu haben, die sie zu diesem Zeitpunkt für ihr Land als akzeptabel empfanden. Sie wurden jedoch eindeutig von Selenskys Entscheidung überrascht, sich aus den Verhandlungen mit Russland zurückzuziehen. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Hallo zusammen, hier ist Pascal von Neutrality Studies. Und heute bin ich wieder mit Professor Nikolai Petro zusammen. Dr. Petro ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität von Rhode Island und hat ein wunderbares Werk mit dem Titel Die Tragödie der Ukraine, was uns die klassische griechische Tragödie über Konflikte lehren kann, veröffentlicht. Kürzlich veröffentlichte er einen kurzen Aufsatz mit dem Titel Vier Mythen, die den Frieden in der Ukraine verhindern. Wir möchten darüber sprechen und später auch über die Veränderungen in der militärischen Situation, die anscheinend zu einer Veränderung in der westlichen Erzählung über die russischen Fähigkeiten führen. Nikolai, willkommen zurück. Es ist schön, wieder bei Ihnen zu sein. Also, Nikolai, du hast diesen Aufsatz über die vier Mythen geschrieben. Ich möchte, dass wir zuerst über die vier Mythen sprechen und später diskutieren, warum du denkst, dass sie zusammengeführt wurden oder wie sie am Leben gehalten werden. Aber beginnen wir mit den vier Mythen. Ich werde jeden erwähnen und dann kannst du erklären, warum es Mythen sind. Mythos Nummer 1. Wenn Putin in der Ukraine nicht besiegt wird, wird er in Europa einmarschieren. Nun, es gibt hier mehrere Punkte zu machen. Der erste ist, dass er nie die Absicht gezeigt hat, dies zu tun. Keine bekannte Strategie, die Geheimdienste oder sonst jemand kennt, beinhaltet dies. Natürlich ist ein sehr entscheidender Aspekt, dass als Russland die Ukraine überfallen hat, es dies mit weit weniger Truppen tat, als notwendig wären, um das Land zu erobern. Dieser Punkt wurde von so ziemlich jedem gemacht, der sich Russlands Strategie zu Beginn seines Angriffs auf die Ukraine angesehen hat. Dies führt zu der unvermeidlichen Schlussfolgerung, dass Russland nicht beabsichtigte, die gesamte Ukraine zu erobern, geschweige denn ein anderes NATO-Land anzugreifen oder sich weiter auszudehnen. NATO country or expand further. Kritiker werfen oft vor, dass Leute wie wir behaupten, Russland habe keine Absicht, die Ukraine zu invadieren. Ich habe zuvor gesagt, dass Russland die Ukraine nicht invadieren würde, weil es zu schädlich wäre, angesichts der engen Beziehung zwischen den beiden Nationen. Jedoch hat Russland invadiert. Das wirft Fragen über die Geheimdienste auf. Warum gibt es so viele Medienberichte, die behaupten, dass Russland entschlossen ist, die NATO zu invadieren? Dieses Thema wird in den heutigen außenpolitischen Diskussionen erneut hervorgehoben. Nun, es geht nicht darum, Beweise zu haben. Es geht darum, ein Argument zu machen, das die aktuelle Haltung der Regierung unterstützt, die einen militärischen Konflikt bevorzugt, der die Ukraine schwächt, über eine ausgehandelte Einigung. Viele im Westen würden eine solche Einigung als Niederlage sehen. Also gibt es kein stichhaltiges Argument darauf hin. Man könnte jedoch argumentieren, dass Russland all diese Aktionen beabsichtigt und geplant hat, weiter zu expandieren. Aber es ist unlogisch, auf der Basis dessen zu argumentieren, was jemand nicht getan hat. Zum Beispiel, warum hat Russland die Türkei nicht invadiert, Indien oder China angegriffen? Dies verwendet die gleiche Logik. Ja, Russland hat die Ukraine angegriffen, aber nicht als erste Wahl. Putin würde argumentieren, es war aus Verzweiflung und wegen des Scheiterns des Westens, eine weitere Expansion zu verhindern, die Ukraine in einen Vorposten der NATO-Expansion zu verwandeln. Und nachdem der Westen es versäumt hat, eine ausgehandelte Einigung innerhalb der Ukraine auf Basis der Minsker Abkommen zu fördern. Es war eine Kombination von Faktoren, die zu dieser Entscheidung führten. Ich stimme der Ansicht zu, dass der anfängliche Angriff schlecht konzipiert war, weil er zu wenige Truppen involvierte.
Es war nicht beabsichtigt, die Ukraine zu erobern, sondern Druck auszuüben, was wahrscheinlich ein Fehler von Putins Seite war. Er hat nicht mit erfolgreichem Widerstand gerechnet, dass der Westen die Ukraine unterstützen und den russischen Vormarsch abwehren würde. Allerdings führte das Scheitern der Istanbuler Abkommen zu einer Neubewertung der Position Russlands. Jetzt hat Russland ambitioniertere Ziele in der Ukraine als anfangs, weil die Umstände der Schlacht und Russlands Ziele in der Ukraine und seine Beziehungen zum Westen sich grundlegend verändert haben. Eine Frage, die etwas unabhängig von den vier Mythen ist. Aber als ich das Interview von Putin mit Tucker Carlson hörte, glaube ich gehört zu haben, dass Putin immer noch bereit wäre, Verhandlungen auf der Grundlage dessen zu beginnen, was in Istanbul erreicht wurde. So habe ich seine Worte interpretiert. Haben Sie das auch gehört? Ich habe ihn sagen hören, es gebe keine Vorbedingungen für Verhandlungen. Allerdings erklärte er auch, dass Verhandlungen sinnlos wären, es sei denn, die Ukraine akzeptiert die aktuelle Situation als Realität. Dies wurde viele Male erwähnt und könnte auf Englisch wie ein Ultimatum erscheinen. Versteht man es jedoch auf Russisch, scheint es, dass er meint, Verhandlungen können nicht auf unrealistischen Erwartungen basieren. Es ist wesentlich, das aktuelle Kräfteverhältnis zwischen Russland und der Ukraine zu berücksichtigen. Dieses Gleichgewicht hat zu einer geschwächten Position der Ukraine auf dem Schlachtfeld geführt, eine Situation, die wahrscheinlich anhalten wird. Daher kann die Ukraine, wenn sie ernsthaft verhandeln möchte, nicht mit unrealistischen Forderungen beginnen, wie zum Beispiel zu fragen, wann die Truppen abziehen werden. Dies spiegelt nicht die tatsächliche Situation vor Ort in der Ukraine wider. Weiter zum zweiten Mythos. Russlands Invasion in der Ukraine ging nie ausschließlich um die NATO. Dieser Punkt wurde mehrmals wiederholt. Es geht nicht nur um die Expansion der NATO im Westen. Diese Perspektive wird nicht nur von Menschen in Russland und der Ukraine geteilt, sondern auch vom NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Er hat erklärt, dass das Problem bedeutend um die Ukraine geht. Falsch. Anfangs wurde stark vorgetäuscht, dass die NATO nur ein unschuldiger Beobachter sei. Aber dann, wie erwähnt, gab sogar Stoltenberg zweimal zu, dass Putin die Ukraine angegriffen hat, weil er die NATO stoppen wollte. Jedoch hält die NATO nicht an. Glauben Sie, dass die breite Öffentlichkeit dies letztendlich erkennen wird? Diese Aussagen werden von den westlichen Medien nicht mehr versteckt. Aber sehen Sie, dass sie jetzt öfter erwähnt werden? Nein, ich glaube nicht, dass es die Meinung von jemandem ändern wird, selbst wenn sie es hören und verstehen. Das liegt daran, dass es eine dieser faktischen Kleinigkeiten ist, die das Denken der Menschen nicht beeinflussen. Das Denken der Menschen wird von tieferen Konzeptualisierungen angetrieben, die auf einer emotionalen Ebene liegen. Mit anderen Worten, für die überwiegende Mehrheit der Menschen, und ich muss mich hier selbst einschließen, spielen Emotionen eine große Rolle. Als Empfänger eines NATO-Stipendiums und jemand, der in Europa aufgewachsen ist, habe ich die NATO immer als Verteidigungsbündnis und daher grundsätzlich als gutartig angesehen. Mir wurde beigebracht, dass die NATO niemals einen Angriff jeglicher Art starten könnte. Diese Überzeugung hielt an, trotz dessen, was wir später im ehemaligen Jugoslawien sahen, oder dass die NATO außerhalb ihres Verteidigungsgebiets, also außerhalb des Verteidigungsperimeters der NATO-Staaten selbst, handelte. Diese Überzeugung ist zwar vollständig verschwunden, aber das Gefühl bleibt auf einer tief verwurzelten kognitiven und emotionalen Ebene bestehen. Dies ist unabhängig von der Tatsache, dass die NATO ein Verteidigungsbündnis ist und daher niemandem absichtlich oder unabsichtlich Schaden zufügen könnte. Well put. Myth number three, and it goes together with this one. Gut gesagt. Mythos Nummer drei, der eng damit verbunden ist, ist der tief verwurzelte Glaube, dass der Krieg in der Ukraine ein Krieg der Demokratie gegen die Autokratie ist. It is
Es ist üblich, die Ukraine als Demokratie zu bezeichnen, ohne die Standarddefinition von Demokratie genau zu untersuchen. Diese Definitionen umfassen regelmäßige und wettbewerbsfähige Wahlen, Freiheit der Medien, Freiheit des religiösen Ausdrucks und Versammlungsfreiheit. Derzeit sind keine davon in der Ukraine gut verteidigt. Ein vernünftigeres Argument ist, dass die Ukraine ein Land unter externer Bedrohung ist und daher bestimmte demokratische Rechte widerwillig aussetzen muss. In der Ukraine wird oft argumentiert, dass sie gerne demokratische Verfahren anwenden würden, dies aber aufgrund der Umstände nicht tun können. Die nationalistische Fraktion in der Ukraine treibt dieses Argument weiter voran und schlägt vor, dass die Einschränkungen nicht nur für die Dauer des Krieges notwendig sind, sondern auch, um danach ein monolithisches, nationalistisches Regime zu konsolidieren, was das Gegenteil von Demokratie ist. Die Nationalisten, die die Kriegsanstrengungen unterstützen, sind offen in Bezug auf dieses Ziel. Trotzdem zielt die westliche Rhetorik oft nicht darauf ab, die Situation genau darzustellen. Stattdessen unterstützt sie die Kriegsanstrengungen, indem sie behauptet, trotz gegenteiliger Beweise, dass die Ukraine als Demokratie beschrieben werden muss und ist. Wir haben auch gesehen, dass die Ukraine während der Offensive von Charkow ein bedeutendes Gebiet zurückerobert hat, das Russland zu Beginn der Invasion ein paar Monate lang besetzt hatte. Unmittelbar nach der Wiedererlangung der Kontrolle begann die Ukraine, jeden zu bestrafen, der mit den Besatzern kollaboriert hatte, selbst wenn ihre Zusammenarbeit so minimal war wie die Fortführung normaler Bürodienste in städtischen Ämtern. Geschieht dies immer noch? Finden immer noch Prozesse statt? Ja. Nun, es laufen etwa 7000 Prozesse und viele Anklagen sind ebenfalls im Gange, mit vielen weiteren, die erwartet werden. Ebenso wichtig ist, dass die ukrainische Gesetzgebung, insbesondere das Gesetz über die Restitution von vorübergehend besetzten Gebieten, das auch die Krim einschließt, besagt, dass ukrainische Bürger in diesen Regionen standardmäßig als verräterisch angesehen werden, weil sie dort geblieben sind. Sie können jedoch die Wiederherstellung ihrer vollen Bürgerrechte beantragen, wenn sie eine Erklärung unterschreiben, in der sie um Vergebung vom ukrainischen Staat bitten. Wenn sie es versäumen, ein solches Dokument zu unterschreiben, können sie die volle Strafe des Gesetzes erleiden, einschließlich der Ausweisung aus dem Land. Diese Ausweisung betrifft etwa die Hälfte der Bevölkerung von mehr als 2 Millionen Menschen auf der Krim, weil sie die russische Staatsbürgerschaft angenommen haben. Daher bedeutet die Tatsache, dass sie die russische Staatsbürgerschaft angenommen haben, aus welchem Grund auch immer, dass sie ausgewiesen werden sollen, obwohl sie möglicherweise noch die ukrainische Staatsbürgerschaft besitzen. Wir haben also eine Situation, in der die Russen, die die Krim und den Osten der Ukraine überfallen haben, gesagt haben, dass jeder, der dort ist, bleiben und dort leben kann. In der Zwischenzeit sagt die Ukraine, wenn sie es zurückerobern, werden sie viele loswerden, die sie als verräterisch betrachten. Ja, die Logik hier ist nicht die eines demokratischen oder liberalen Staates. Es ist die Logik eines nationalistischen Staates. Denn wenn man das Territorium von unzuverlässigen Elementen säubert, kann man dann zuverlässige Leute importieren, um ihren Platz einzunehmen. Lassen Sie uns zu Mythos Nummer 4 übergehen, den wir bereits teilweise besprochen haben. Putin ist nicht an Verhandlungen interessiert. Es gibt zwei Elemente in diesem Argument. Erstens hat er immer eine Bereitschaft gezeigt, ohne jegliche Vorbedingungen zu verhandeln, außer der Akzeptanz der Realität, wie sie durch die militärische Situation vor Ort bestimmt wird. Der zweite klare Hinweis sind die Minsker Verhandlungen und die anschließenden Istanbuler Abkommen. Putin bezieht sich oft darauf, nicht um den Prozess neu zu starten, sondern um zu betonen, wie nahe die beiden Seiten daran waren, eine Einigung zu erzielen. Dann überzeugten westliche Führer, am prominentesten Boris Johnson, Selenskyj weiterzukämpfen,
indem sie ihm bedingungslose Unterstützung versprachen, was sich als falsch herausstellte. Warum glauben Sie, hat Wladimir Putin dieses Papier nie öffentlich gemacht? Er hat es einmal einer Delegation aus 3 afrikanischen Staaten während ihres Besuchs vorgewunken. Er sagt immer wieder, wir hatten es, wir hatten es. Wir hatten sogar die vorläufigen Unterschriften der führenden Verhandler. Sogar die führenden ukrainischen Verhandler sagten, wir waren sehr nah an einem Abschluss. Ich verstehe, warum die Ukraine es nicht veröffentlicht, aber warum macht Russland es nicht? Denn wenn es veröffentlicht würde, könnte es nur einem Zweck dienen: die Möglichkeit zukünftiger Verhandlungen auf der Grundlage von bereits Vereinbartem zu untergraben. Dieser Prozess würde von Friedensgegnern in den Medien durchgeführt werden, die zahlreich sind. Sie würden es einfach mit 1000 Vorbehalten und Kürzungen zerstören, ohne jemals offiziell oder formell die Idee des Friedens abzulehnen. Würden sie sicherstellen, dass die bisher nächste Aussicht auf Frieden versenkt wird. Also, rein als Verhandlungsstrategie würde ich als professioneller Diplomat niemals so etwas veröffentlicht haben. Ich würde niemals die Gültigkeit dessen anerkennen, was veröffentlicht wurde, von dem ich glaube, dass es durch das Wall Street Journal geschah. Ich denke, es ist nicht der vollständige Text, denn Putin hat kürzlich gesagt, dass der Text selbst ein sehr dickes Dokument war und was das Wall Street Journal veröffentlicht hat, war nur ein paar Seiten, wahrscheinlich eher wie eine Zusammenfassung der Hauptpunkte. Jedoch, in jeder Verhandlung sind es die Details, die zum Stolperstein werden. Wir wissen, dass die ukrainischen Delegierten das Gefühl hatten, sie hätten ein sehr gutes Geschäft für ihr Land gemacht und feierten ihren Erfolg über die Zugeständnisse, die sie von Russland bekommen hatten. Zugeständnisse, mit denen sie glaubten, ihr Land könnte leben. Sie wurden eindeutig von Zelenskys Entscheidung, sich aus den Verhandlungen zurückzuziehen, überrascht. Ich frage mich wirklich, wie viele Jahre oder Jahrzehnte es dauern wird, bis dies im Westen allgemein bekannt wird. Es wird erst dann allgemein bekannt, wenn es für jeden uninteressant ist. Dies bezieht sich darauf, wie schädlich und schrecklich Ereignisse waren, wie nach der ersten Invasion und der Zerstörung des Friedensprozesses. Aber was für mich im Interview mit Carson interessant war, war, dass ich zum ersten Mal verstand, dass Putin definitiv ein Mann ist, der vollständig in Prozessen denkt. Für ihn ist alles ein Prozess. Alles ist langfristig und bedeutend, nicht nur die russische Geschichte, sondern auch die Politik. Was glauben Sie, würde passieren, wenn diese 4 Mythen verworfen und tatsächliche Verhandlungen wieder aufgenommen würden? Wie denken Sie, könnte sich der Prozess entfalten? Was wären Wladimir Putins und der russischen Seite Ziele in der aktuellen Situation? Nun, Putin hat seine maximalen Ziele für die Ukraine genannt, die Neutralität einschließen. Das bedeutet keine Militärbasen und keine offensiven Waffen der NATO in der Ukraine, nur defensive Waffen. Er stellt sich wahrscheinlich eine begrenzte Streitmacht vor, die zur Selbstverteidigung fähig ist, aber nicht zu strategischen Offensiven gegen Russland. Dies würde speziell in Bezug auf Standort und Anzahl der Kräfte unter anderem ausgehandelt werden. Zusätzlich gibt es die Anerkennung der Gebiete, die die Ukraine verloren hat und die in Russland eingegliedert wurden. Also, das wären die minimalen Ziele. Ich denke, Russland hat einige zusätzliche Ziele, zu denen sie die Ukraine bringen möchten, einschließlich spezifischer Garantien innerhalb dessen, was von der Ukraine übrig bleibt. Ich werde es als Rumpf-Ukraine bezeichnen, ein Begriff, der ziemlich gebräuchlich geworden ist. In der Rumpf-Ukraine schließt dies die Rechte von Minderheiten ein, insbesondere der russischen Minderheit. In diesem Punkt könnten sie von anderen europäischen Ländern wie Rumänien, Ungarn, Slowakei und Bulgarien unterstützt werden, die bedeutende Minderheiten in der Ukraine haben. Dies wäre ein wünschenswertes Ergebnis für Russland in den Verhandlungen. Natürlich würde die Ukraine versuchen, all diesen zu widerstehen, aber der Kompromiss wäre im Wesentlichen keine NATO-Mitgliedschaft im Austausch für einen schnelleren EU-Beitritt der Ukraine.
Das ist etwas, was mehrere russische Staatsvertreter bereits gesagt haben, dass sie zustimmen würden. Mit anderen Worten, sie haben kein Problem mit der EU-Mitgliedschaft für die Ukraine. Die EU könnte ein Problem haben, aber dann wiederum bin ich mir nicht sicher, warum. Denn wenn man alle Unterstützung, militärisch und sekundär, die der Ukraine angeboten wird, zusammenrechnet, würde die EU-Mitgliedschaft auf lange Sicht fast wie ein Schnäppchen für die EU erscheinen. Also, ich denke, es würde vielem ähneln, was in den Istanbuler Abkommen erfolgreich erreicht wurde, obwohl die Details im Geheimen ausgearbeitet und dann anschließend enthüllt werden müssten. Aber Sie sehen es auch so wie ich, dass die Neutralität des restlichen Teils der Ukraine im Grunde nicht verhandelbar ist, damit Russland aufhört, oder? Neutralität, was für die Ukraine nicht schwer vorstellbar sein sollte, da es die Ausgangsposition der Ukraine war, als sie ihre Unabhängigkeit erklärte. Bis 2019 war dies sogar verfassungsmäßig festgelegt. Als die Verhandlungen in Istanbul im Gange waren, schien dies für die ukrainische Delegation kein Problem zu sein. Was sie mehr beschäftigte, war, wie man diese Neutralität militärisch absichern und garantieren könnte, sollte Russland versuchen, sie zu verletzen. Hier denke ich, dass wir möglicherweise die Bedeutung der zahlreichen bilateralen Abkommen, die die Ukraine mit verschiedenen westeuropäischen Ländern unterzeichnet hat, unterschätzen. Diese dienen natürlich der langfristigen Sicherheit. Sie sind im Wesentlichen das, worauf sich die Ukraine und Russland in Istanbul als Ersatzsicherheitsmaßnahme für eine EU-Mitgliedschaft geeinigt haben. Es ist also einfach interessant für mich zu sehen, dass diese bilateralen Abkommen tatsächlich zum Tragen kommen. Je mehr es davon gibt, desto mehr kann die aktuelle ukrainische Regierung ihren eigenen Nationalisten argumentieren, dass wir, obwohl wir nicht in die NATO aufgenommen werden, und das scheint derzeit die Haltung der NATO-Führung und der Vereinigten Staaten zu sein, dennoch diese sekundäre Garantie der gegenseitigen Sicherheit erreicht haben. Glauben Sie, dass der Westen kurz davor steht, einen fünften Mythos aufzugeben? Ich glaube, dieser Mythos ist, dass territoriale Veränderungen inakzeptabel sind. Wenn territoriale Veränderungen zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg stattfinden, würde dies das Ende der internationalen Ordnung bedeuten, wie wir sie kennen. Nun, Sie sprechen speziell von nicht verhandelten Gebietsänderungen. Offensichtlich gab es viele Gebietsänderungen, sowohl in Europa als auch weltweit, durch Verhandlungen, Referenden, bilaterale Abkommen und internationale Ratifizierung. Ich denke, dieses Problem, wie viele diplomatische Probleme, kann durch Terminologie gelöst werden. Mit anderen Worten, sobald eine durch Gewalt initiierte Art der Gebietsänderung durch ein gewaltfreies Verfahren ratifiziert wird, wird der gesamte Prozess als positiv abgeschlossen angesehen. Ich glaube, dass dies letztendlich in diesem Fall geschehen muss. What must eventually happen in this case.